BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Schönen guten Tag. Darf euch alle am 104. Geburtstag von Borussia Dortmund ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz von dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Hertha BSC begrüßen. Trainer ist bei uns. Hallo Jürgen. Vielleicht bringst du uns mal auf den neuesten Stand, was das Personal angeht. Verletzungen, angeschlagene Spieler. Auf den neuesten Stand. Ja, diese Woche hat Massaschmelzer völlig ohne Probleme mit drin ist, also komplett eingestiegen ins Training. Ilkay Gündogan hat viel, ja, auch relativ hohe Umfänge trainiert und auch am normalen Mannschaftstraining teilgenommen, aber das ist jetzt sicher noch keine 100%. Aber ist trotzdem natürlich eine sehr positive Nachricht. Sven Bender bisher leider noch nicht teilgenommen. Das wird mindestens sehr eng, um es mal positiv auszudrücken. Darüber hinaus haben sich gestern Abend im Training, inwieweit das jetzt gravierend ist, kann ich nicht einschätzen. Könnte auch nochmal rechtzeitig abgebrochen gewesen sein. Sebastian Kehl und Jakub Blaschikowski. So ein bisschen zumindest haben sie Auffälligkeiten gezeigt, haben sich dann zur Behandlung verabschiedet und ja, werden heute jetzt nicht am normalen Training teilnehmen. Was das dann für morgen bedeutet, weiß ich morgen. Ist sonst jemand vergessen? Ja, das könnte es gewesen sein. Eure Fragen bitte. Matthias Schärf, Radio 91.2. Dann setzen wir doch bei den Personalien an. Marcel war jetzt nicht ganz so lange raus wie Ilkay. Das heißt, eine Woche Mannschaftstraining würde bei ihm reichen, um ihn schon mit in den Kader zu nehmen. Und wie würde das für Ilkay gelten? Nö, Marcel, ja, stimmt. Ich weiß gar nicht genau, wie lange waren Schmelle verletzt? 3-4 Wochen. 4 Wochen. Na dann. So, aber ich habe mir noch keinen Gedanken über eine Kaderbesetzung gemacht, um ehrlich zu sein. Es ist nur definitiv so, dass Ilkay Gündogan keine Alternative für einen Kader ist. Das dachte ich schon klar ausgedrückt zu haben. Einfach nur schön, dass er wieder große Umfänge mittrainieren kann, aber ein Bundesligaspiel ist jetzt nicht zu denken. Aber wie gesagt, ist deutlich besser als noch vor ein paar Monaten, was ja schon mal hilft. Und ja, bei Schmelle weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es sah alles ganz gut aus, alles normal aus, das ist schon mal gut. Aber nochmal, über Kader und Mannschaft, da habe ich gelernt, dass ich das doch recht erst nahe am Spieltag entscheiden sollte, weil dann steht die Entscheidung auch. Bitteschön. Herr Klopp, wie erklären Sie die vielen Ausfälle? Liegt es dann, ist der Kader zu klein oder ist die Kraft nach dem schweren oder auch ja, schweren Jahr einfach am Ende? Bitte? Ja, was steht denn da? Reuters, okay. Ja, wir haben das Thema schon ein, zwei Mal angesprochen hier, glaube ich, aber vielleicht soll ich es einfach mal, wenn Reuters schon fragt, ne? Hol mal ein bisschen aus. Unterschiedliche Gründe. Schreiben Sie nicht mit, oder? Oder haben Sie, nehmen Sie auf? Ah, cool. Also, dann hat unterschiedliche Gründe. Fangen wir an mit Ilkay Gündogan. Er hat 2 Spiele gemacht in dieser Saison. 1 gegen Bayern im Supercup und dann in Augsburg in der Bundesliga. Das hat mit Belastung relativ wenig zu tun. Das war ungünstig. Hat eine Rückenproblematik, die lange gedauert hat. Marcel Schmelzer hat die komplette Vorrunde durch, ohne jemals in eine richtige Belastung reingekommen zu sein. Muskelprobleme, hatte vorher nie damit Probleme, jetzt hat er sie. Das kommt mal vor, wenn da kommt eins zum anderen bei ihm persönlich. Das ist einfach, ja, dass sich das Gangbild ein bisschen verändert hat, all solche Dinge. Neven Subotic hatte rotiert davor, ist unglücklich in einem Zweikampf mit Ibiza Olic, ist ihm das Kreuzband weggeflogen, hat mit Belastung wenig zu tun, kann einfach passieren. Mats Hummels
Ist Innenverteidiger, die Jungs laufen in einer sehr laufintensiven Sportart mit am wenigsten. Es hat mit Belastung wenig zu tun. Unglücklich Ausriss, Bandausriss, Knöchern. Ja, so ungewöhnlich, so eine ungewöhnliche Verletzung, dass es ehrlich gesagt selten was mit Belastung zu tun hat. Sebastian Kehl, was hat er denn Kehli eigentlich? Ah ja. Auch einen Knöchern aus. Den haben wir zweimal dieses Jahr. Die Szene habe ich noch im Kopf. Das war zusammen mit Johnny Focher. Kurz vor der Landung hat Johnny den Fuß berührt. Das hat beim Aufkommen dazu geführt, dass beim Kehli der Dreck ausgebrochen ist. Sven Bender ist ein Gegenspieler über den Fuß gestiegen. Genau. Das hat auch mit Belastung wenig zu tun. Ja. Allerdings ist es so, dass dadurch, dass so viele Spieler zu oft gefehlt haben durch langwierige Verletzungen, ist es ganz bestimmt so, dass die kleinen Dinge, die in jeder Saison dazukommen, die werden nicht weniger, sondern weil die Jungs, die ja noch da sind, dann auch spielen müssen und das häufiger als vielleicht insgesamt von vornherein geplant, führt es automatisch dazu, dass da kleinere Sachen dazukommen und am Ende hat man viel zu viele Verletzte. Das stimmt. Der Kader ist dann zu klein, wenn man die verletzten Spieler abzieht. Wären wir die zur Verfügung, wäre mehr als groß genug und alles ist okay. Bijan auf dem Kamerapodest, bitte. Ja, hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Meine Frage ist auch in Anbetracht der Verletzten, wie sehr freust du dich auf die Winterpause? Sag ich meinem Namen des BVB danke, bevor irgendeiner glaubt, ich hätte auch Geburtstag. Das wäre eine geile Geschichte. Zusammen mit BVB. Ja. Also ich bin ganz weit davon entfernt. Ich habe mir ein paar Interviews gegeben, aber ich glaube, wahrscheinlich ist niemand im Raum weniger weihnachtsreif als ich. Also ich bin ganz weit davon entfernt, darüber nachzudenken. Das ist alles, liegt alles nach Hertha. Kann man sich aber genug Zeit dann mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, die dann notwendig sind. Jetzt geht es einfach darum, dass wir für dieses Spiel, in dem es um unglaublich viel geht, alles, was wir zur Verfügung haben, wirklich da reinwerfen. Es ist eigentlich, wenn jetzt die beiden Dinge von Kuba und Kehl, die nicht wahnsinnig toll sind, aber wenn die nicht wären, wäre es bisher eine klasse Trainingswoche gewesen. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht, aber wir konnten endlich wieder fußballerisch arbeiten. Werden wir es auch noch zweimal tun und dann werden wir uns aufstellen, dann werden wir Hertha hier empfangen und dementsprechend, ich freue mich im Moment noch über keine Pause, sondern nur über die Möglichkeit, das letzte Spiel gewinnen zu können. Die Fußball-Anne, Anne van Eickels. Ja, Hertha ist Tabellen-Siebter, also ein richtig guter Aufsteiger aus meiner Sicht. Was macht die Jungs denn so stark? Sehr guter Plan. Ja, toller Kader, gut zusammengestellt, haben unglaublich viel Schwung aus der zweiten Liga mitgenommen. Ist ja noch gar nicht so lange her, da ist Hertha ganz, ganz traurig. Also alle waren, da war Riesentheater in Berlin und sind abgestiegen und irgendwie hat man immer dann das Gefühl, das Ende der Welt naht. Und wenn man dann so gut damit umgeht, wie es die Hertha getan hat, also dann hat man einfach die Chance, stärker wiederzukommen. Das haben sie eindeutig geschafft. Haben dabei wirklich eine ganz tolle Mannschaft zusammengebaut, haben auch ein paar Verletzungsprobleme, darf man nicht vergessen und trotzdem haben sie so eine tolle Hinserie gespielt. Schalten blitzschnell um, sind taktisch super diszipliniert, das sind Mannschaften von Jos Luka immer, scheuen sich nicht davor zurück, auch mal Manndeckung über den ganzen Platz zu spielen, das ist auch Jos, macht er auch mal, aber ist einfach stark und unangenehm zu spielen. Das muss man wissen, das tun wir ja, wie ihr eben gehört habt und dann muss man selber dafür sorgen, dass man noch unangenehmer zu spielen ist und schon ist wieder alles gut. Und das ist wiederum der Plan, den wir haben. Martin Feie, möglicherweise mit der BVB-Total-Zuschauerfrage. Ich glaube, in der letzten Woche ist sie ausgefallen. Ach, ganz zwei? Genau. Dafür haben wir jetzt eine von Gregor Theiling. Fast 2 Millionen Zuschauer verfolgen dieses Jahr die Vollgas-Veranstaltung von Borussia Dortmund im Signal Iduna Park. Was sagen Sie zu dieser großartigen Unterstützung? Großartig. Ja, es ist... Also ein außergewöhnliches Merkmal dieses fantastischen Vereins ist tatsächlich die Unterstützung, die wir erfahren im Wochenrhythmus, muss man sagen, weil wir auswärts eben auch ganz, ganz viele Leute mitnehmen und Champions League wahnsinnig viele Leute mitnehmen. Kevin sagte immer so, das ist, wenn Kevin ein Interview gibt, vergisst er ja nie zu erwähnen,
wie fantastisch er das im Speziellen findet, weil er die meisten von ihm persönlich kennt. Aber es geht uns allen so, dass wir das wirklich genießen und auch immer wieder mit aufnehmen in die Vorbereitung auf so ein Spiel. Also es ist einfach sehr leicht, als Spieler von Borussia Dortmund, als Trainer von Borussia Dortmund, den Ausnahmezustand rund um ein Bundesligaspiel zu leben, weil einem überall vor Augen geführt wird, wie viel es den Leuten bedeutet. Und das ist das, was der Fußball im Idealfall leisten kann. Und dementsprechend, 2 Millionen klingt groß, ist groß und fühlt sich richtig gut an. Oliver Müller. Jetzt war ja seit längerer Zeit zur Abwechslung mal eine nicht englische Woche. Ist dadurch ein bisschen Frische in die Mannschaft zurückgekehrt, zumindest bei den Spielern, die jetzt keine Verletzungen haben, die angeschlagen sind. Wie ist der Eindruck im Training gewesen? Gut. Also war gut. Und wobei Frische jetzt nicht wirklich unser Problem war. Ich weiß, dass das in Zusammenhang gebracht wird mit den vergebenen Torchancen, die wir hatten. Ja, generell ist es normal. Wir haben in Marseille schon die eine oder andere liegen lassen. In Hoffenheim haben wir nochmal die eine oder andere liegen lassen. Es fällt mir nicht schwer, das andersrum zu bewerten und einfach zu sagen, wir haben in beiden Spielen unfassbar viele Chancen kreiert. Das ist gegen beide Mannschaften kein Kindergeburtstag gewesen und trotzdem haben wir es getan. Die Mannschaft ist nach einem außergewöhnlichen intensiven Spiel in Marseille gegen Hoffenheim 122 Kilometer gelaufen. Das ist überragend und hätte beinahe dazu geführt, dass wir das Ding eben gewinnen. Haben wir es nicht getan, so. Aber wir hatten dann viele Termine rund um verschiedene Weihnachtsfeiern, die wir also nicht von uns selber, sondern die Fanweihnachtsfeier hier. Das heißt, die eigene logischerweise war auch noch alles gesittet und im Rahmen abgelaufen. Das heißt, die Regeneration war gut, 2 Tage mal keinen Fußball am Fuß zu haben. Aber seit Dienstag sind wir, wie gesagt, im Training und jetzt gucken wir uns die Einheiten an. Und das wirkte so, wie ich es eingangs beschrieben habe. Wir sind alle noch relativ weit weg über einen Weihnachtsurlaub oder sonst was nachzudenken. Die Mannschaft wirkte so, als hätte sie ganz, ganz große Lust auf Fußball und das wird notwendig sein. Also über Frische zu spekulieren ist immer ein bisschen schwierig, aber das, was ich bisher gesehen habe, gibt Anlass zur Hoffnung, dass wir am Samstag bereit sein werden. Bitte schön, Herr Otzelberger von der Bunden. Herr Klopp, 2 Fragen. Am Samstag Spiel der FC Bayern um den Weltpokal. Können Sie sich richtig drüber freuen, wenn die Bayern das Spiel gewinnen? Was wünschen Sie den Bayern? Und die 2. Frage ist, im Weihnachtsurlaub, was werden Sie da am meisten genießen? Werden Sie da verstärkt mit Ihrem Hund spazieren gehen können oder Klavier spielen oder was? Also mit dem Vorteil kann ich gerade mal kurz aufräumen. Ich kann nicht Klavier spielen. Nein. Ich habe das schon mal irgendwo gelesen. Ich glaube, irgendwo steht man, der kann Klavier spielen. Das würde ich gerne können, aber ich kann nicht. Ja, ich kann Keyboard. Ja, und da auch nur Sepp bleibt nur da. Frage 1. Ja, jetzt wollen wir schon mal alle ehrlich bleiben. Also wenn die Bayern das gewinnen, dann finde ich das gut. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so, dass ich Samstagabend 8:30 vorm Fernseher sitzen werde und mit Tröte und Bayern-Cappy. So, aber das ist jetzt auch, denke ich, einigermaßen nachvollziehbar. Ich habe das Spiel gegen die Chinesen war, jetzt habe ich mir angeguckt. Also, ja. Aber das Ding ist ein weiterer Titel und der wird möglicherweise, da haben Sie vollkommen recht, in München wird irgendwann einen viel höheren Stellenwert haben, aber das ist jetzt schon auch so, Casablanca ist, glaube ich, im Endspiel, ja, falls Humphrey Bogart nicht mitspielt, habe ich das letzte Mal davon gehört und werden sehen, wie das Spiel ausgeht. Das andere ist, ich bin nicht in Urlaubsstimmung und weiß dementsprechend nicht, was ich da machen werde, aber ich hatte in einer Antwort vorher darauf hingewiesen, dass mich das im Moment noch nicht interessiert, deshalb kann ich dazu auch jetzt nichts sagen. Der Hund hat ihr Leben dramatisch verändert. Herr Otzelberger, aber der Hund spielt ja gar keine Rolle zum Spiel gegen Hertha BSC Berlin, oder? Das ist ja das Thema der Pressekonferenz, aber wenn Jürgen trotzdem was sagen möchte. Nein. Gut. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Matthias, der Schrohner Richten.
Ja, hallo. Ihr habt einen neuen Japaner verpflichtet. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dem sagen. Ich glaube, der ist ja erst für die U23 eingeplant. Der kann auch ganz viel spielen. Also auch weiter drunter. Das ist ein ganz, ganz junger Bursche. 6er, 8er hat vor 4-5 Wochen mittrainiert bei den Amateuren, gemeinsam mit einem weiteren Spieler vom gleichen Verein und der ein bisschen offensiver ausgerichtet war. David Wagner hat gesagt, ich soll mir den unbedingt mal angucken, habe ich getan, hat bei uns auch mittrainiert, hat ein Testspiel mitgemacht. Ich weiß nur gerade nicht mehr, gegen wen haben wir gespielt? Köln. Hat ein Testspiel mitgemacht und auch einen guten Eindruck hinterlassen, ist noch. Braucht noch Zeit, ganz bestimmt. Hat die typische japanische Körpergröße, also es geht nicht durch die Decke, also, aber ganz, ganz talentierter Bursche und ja, sind ihm gerne behilflich bei seiner weiteren Entwicklung, gucken dann, wann er für die Profis oben in Frage kommt, aber da ist jetzt kein Zeitdruck in der Geschichte. Olli Müller und dann Harald Grundmann. Weil wir gerade über eine Verpflichtung gesprochen haben, ihr seid heute mit zwei sehr guten Bundesligaspielern in Verbindung gebracht worden. Du hast irgendwann mal in diesem halben Jahr gesagt, es würden auch Vorschläge aus dem Journalistenkreis entgegengenommen und erörtert werden. Deshalb frage ich jetzt mal zu Adrian Ramos und Kevin Volland. Vorschläge, habe ich gesagt. Das nennst du einen Vorschlag. Du hast gefragt, was mit denen ist oder was willst du jetzt? Nochmal. Du hast doch gesagt, es werden auch Vorschläge aus dem Journalistenkreis entgegen. Ja, genau. Heute war zu lesen, Borussia Dortmund sei interessiert möglicherweise an Adrian Ramos und Kevin Volland. Also das ist ja ein Vorschlag. Also was ich schon mal sicher sagen kann, ist, dass wir Herrn Katletz nicht verpflichten wollten oder wollen. Ich kenne ihn ganz gut. Halte ihn für einen guten Spieler, aber ein Linksverteidiger und ein Innenverteidiger. Ich finde es ehrlich gesagt ganz witzig, wie lange sich so eine Geschichte hält. Aber nein. Und zu den anderen beiden, ja, das sind schon gute Spieler. Ja, aber bitte. Also es ist ja normal, dass man sich mit guten Bundesligaspielern beschäftigt, aber dafür, ansonsten gibt es dazu wirklich gar nichts zu sagen. Also weder Interesse noch sonst irgendwas, sondern wir sind nicht blind. Sagen wir es mal so, auch nicht geworden in letzter Zeit. Und dementsprechend kriegen wir alles mit, was in der Bundesliga passiert und nicht nur da glücklicherweise. Und dass wir uns auch ständig damit beschäftigen, was irgendwann passiert, ist auch nachvollziehbar. Aber kann am Beispiel Katletz sagen, dass nicht alles, was in der Zeitung steht, auch direkt geglaubt werden sollte. Sagen wir es mal so. Olli, wären das auch deine persönlichen Vorschläge gewesen jetzt? Sollen wir das vermerken? Okay, dann vermerken wir das. Harald Grundmann, bitte. Ist auch leider nichts direkt mit dem Hertha BSC-Spiel zu tun, sondern das eine, die ich für die Kollegen des SWR stellen soll. Wie du ja sicherlich weißt, hat dein ehemaliger Präsident Harald Strutz am Sonntag Geburtstag und der ist sogar an dem Sonntag Studiogast beim SWR. Und die Kollegen haben mich gebeten, dich doch zu fragen, ob du bereit wärst, ihm einen Geburtstagsgruß auf diesem Wege zu schicken, weil die einen netten Bericht machen wollen. Da stellt sich mir die Frage, warum hältst du mir nicht direkt nach der Pressekonferenz eine Kamera ins Gesicht und ich mache das dann? Warum soll ich hier oben sitzen? Weiß ich nicht. Ach, die wollten es oben auf dem Podest haben, oder was? Nein, wollten die nicht. Wir sind ja zu schnell weg. Ah ja, aber das wäre ja, ihr kennt ja Sascha und Josef eigentlich ganz gut, deswegen wisst ihr, an sich habe ich sowas schon häufiger gemacht und für Harald würde ich es natürlich auch machen, aber jetzt hier für die ganze Welt Harald zu gratulieren, also übermorgen. Harald wollte wahrscheinlich nur das Ganze möglichst straff durchhaben, dass du danach gehen kannst. Und Harry, ich wusste doch nicht, dass ich das. Lass uns das Bilateral lösen. Wir können es auch am Samstag am Spiel machen. Da sehen wir uns doch auch, oder bist du nicht da? Wäre es für die organisatorisch einfacher? Dann haben die zwei Tage mehr. Ach, dazu hat der Mai angerufen oder was vom SWR? Sag ich dir gleich. Also Harald, wir kriegen das hin. Wir bekommen das hin hinterher. Wir schaffen das. Müsst ihr die Filmrolle noch runterfahren oder was? Ich dachte, die Zeiten wären vorbei bei der Sportschau. Nee, das ist doch geil. Aber ich möchte ihm gerne gratulieren. Also, aber unter vier Augen dann, verstehst du? Nur, ja, klar. Ja. Gibt es noch weitere ernst gemeinte Fragen? Boris in der ersten Reihe.
keine Angst. Jürgen, was muss die Mannschaft tun am Samstag gegen so eine Mannschaft, die so schnell umschaltet wie Hertha BSC Berlin? Keine Gelegenheit geben zum Umschalten, das ist bei Ballbesitz die höchste Herausforderung, aber trotzdem möglich, selber zielstrebig sein, selber in die torgefährlichen Räume kommen. Ich glaube, dass wir im Bereich eigenen Ballbesitz jetzt auch schon durch, jedoch schon ein bisschen längere Zeit, dass die Jungs ausgefallen sind, bei uns vorher auch also die gewohnten Abläufe einfach im Aufbau, für die gewohnten Abläufe im Aufbau verantwortlich waren. Jetzt haben wir, hat am Anfang uns ein bisschen Problem bereitet bei eigenem Ballbesitz, das ist jetzt schon wieder besser geworden, das heißt, wir sind sicherer, die Abläufe sind wieder klarer und dementsprechend wird das wichtig sein, weil wir können nicht, auch wenn es ein eigenes Spiel angeht, uns ausschließlich auf Ball gewinnen und umschalten verlassen. Du musst die Angriffe ideal, die Kontersituationen für den Gegner idealerweise besser absichern, als wir das bei den Toren in Hoffenheim getan haben. Und wenn uns das gelingt, dann ist es schon auch so, dass viele Mannschaften sehr gut umschalten. Und Hertha gehört sicher dazu, aber das kann man natürlich trotzdem auch verteidigen. Und sie haben eine ganz, ganz, ja, sie lieben das, was sie da machen. Das merkt man richtig. Es ist ihr Weg, den sie eingeschlagen haben und den ziehen sie wirklich konsequent durch und das macht sie sicher zu einem schwierigen Gegner. Aber ich finde auch, es wird Zeit für einen Dreier in unserem Stadion und dementsprechend werden wir auch alles in die Waagschale werfen, was da irgendwie notwendig sein wird und darüber hinaus sogar. Also wie gesagt, die Mannschaft hat mich begeistert und unsere Mannschaft hat mich begeistert, was ihre Bereitschaft zur völligen Verausgabung angeht. Und das werden wir am Samstag nochmal in die Waagschale werfen. Die letzte Frage bitte, wenn es denn noch eine gibt. Matthias Dersch. Du hast die Abläufe im Aufbau angesprochen. Marian Saar spielt einen sehr sauberen Ball hinten raus. Wäre das so ein Punkt, der eventuell für ihn sprechen könnte am Samstag? Also nochmal, ich habe mir da echt noch keine Gedanken drüber gemacht. Marian hat vorgestern auch einen Schlag abbekommen, jetzt allerdings, er hat gestern schon wieder ganz normal trainiert, aber das sind einfach Dinge, alle Varianten würden jetzt funktionieren, weil wir es jetzt eben 2-3 Mal schon durchgespielt haben und eine Aufstellung gibt es am Samstag, aber keine Frage, das sah gut aus, ja, na klar.